Servus Leute, herzlich willkommen zu einem guten Video auf meinem Kanal und heute wisst ihr, was kommt, meine Idee, und zwar wir gucken uns jetzt Videos an von FNAF Games, die dann so über eine Stunde gehen, vier Stunden gehen, und ich guck mal, wie lange ich das hinkriege mit Aufnehmen. Ich glaube, das sollte ja gehen, und ich würde sagen, wir fangen an, diesmal ist FNAF 1 dran, mal sehen, wie viele Nächte oder so wir schaffen, und ich würde sagen, Play. Wir können dafür sorgen, dass du immer schön cool bleibst. Ja, verschickte Werbung. Fresh Ocean, Duschgel und Deo. Cool bleiben 48 Stunden. Ja, 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 okay, okay. Von Nivea Man. Ist die Grafik normal oder? Okay, sie ist ganz normal. Ich dachte, sie ist jetzt vergrößert, Bild, aber so. Übrigens, dass dieser Sound nicht da ist. Sorry, das ist halt wirklich nicht da. Also, ich höre es auch nicht. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht hat der YouTuber das so eingestellt, ich weiß es nicht. Also das ist von Gamma Max Channel. Ich konnte mal bei ihm vorbeischauen. Ich mache manche Videos von dem. Also ich gucke manche Videos von dem ganz gut. Wir fangen mit Nacht 1 an. Also ich muss ja sagen, ich finde das Spiel ja relativ geil. Also ich finde die Grafik gerade ein bisschen nicht so. Oder warum ist die Grafik so kacke? Egal. Also jetzt geht es ohne Cheats und so, aber ich finde, alles gut einfach, ne? Ich finde diese Videos, wo Leute so Game Roleplays machen, das finde ich immer so mega geil. Und ich werde diese Videos ja. Ich reagiere gerade so krass auf das Video gerade, Leute. Also, wenn ihr euch das nicht dafür interessiert, ihr müsst es nicht angucken. Ich bin wetten bei über 2 Minuten schon. Ja. Ich finde Bonnie, wer findet ja eigentlich Bonnie am besten? Bla bla bla. Okay. Sorry, dass ich jetzt kurz stoppe, aber ich muss mal eben hier den ganzen Scheiß einmal ausmachen, weil das macht auch eine Menge Speicher weg. Deswegen, ich will halt so viel vom Video auf einmal hinkriegen. So, sorry, dass ich jetzt vorspiele, aber ne? Ich kann euch, wenn ihr wollt, ein bisschen über die FNAF-Geschichte erzählen, so während ich was im Kopf habe. Also, wusstet ihr eigentlich, dass Mangle, also Toy Foxy, wisst ihr ja, dass Mangle das ist. Aber wusstet ihr, dass der Größte denkt, Mangle ist ein Junge, aber es stimmt nicht. Einiges Mangle, ein Mädchen, hört man ja auch vom Namen Mangle, ja, okay, die Mangle, der Mangle. Da hat immer noch nie keiner kapiert, aber wir fallen im Moment die Leute aus. Kein Wunder, guckt euch mal die Uhrzeit an. Guckt euch mal an, wie lang das Video geht. Also, ich weiß, da haben, also 1980 ist ja das kleine Kind vom Dave, glaube ich, Dave, also vom Puppet Guy, von William, ist er dann halt gestorben, also der hat der Lappen ist, glaube ich, ein Stück vom Gehirn. Ja. Da wurde er reingebissen, aber er hat es noch überlebt. Da kommen wir aber später zu. Und in derselben Zeit, um den Dreh, in dem Jahr noch, als Circus Babies Pizza World noch offen war, wurde deren Tochter von Baby verschluckt. Aber ihr kennt ja, ihr wisst ja, ihr fragt euch ja, warum das nicht alles in FNAF 5 passiert ist. Also an die, die FNAF 5 spielen.
Und zwar, es liegt daran, dass, so wie ich das jetzt glaube, dass eine Firma es abgekauft hat. Also, die Animatronics gefunden hat, abgekauft hat und so. Dann war ja FNAF 1 am Leben, da hat ja der William dann paar Kinder getötet. Dann dasselbe, glaube ich, sogar noch mal in FNAF 2, also davor. Und das war die ganze Geschichte mit Puppet, aber... Oha, der hat ein Secret getriggert, alles klar. Ja, oh, das noch 60%. Dann ist er halt, glaube ich, ins Gefängnis gekommen, weil die ja erwischt wurden dann mit dem, ne? Als er gemördert hat. Und dann ist er aus dem Gefängnis raus und also ist ausgebrochen. Ich weiß nicht wie. Also guckt mal bei F-Family. Habe ich das überhaupt öffentlich gestellt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wo ist der gerade? Ich finde es auch immer geil, dass er das so macht. Okay. Wie gesagt, bei den FNAF 1 bis 6 Teilen sage ich nur halt ein bisschen über sie, so ein bisschen generell über mein Leben oder so. Aber dann so wie Pop Goes oder so, da sind dann halt FNAF-Fangames. Dann gucke ich mir das auch mal an, weil ich kenne ja nicht alles. Also ich kenne die Spiele so persönlich ein bisschen von einem. Alles klar. Oh, da kam Bonnie das erste Mal. Das habe ich auch relativ selten, aber okay. Ach Gott. Ich will keine Werbung machen. Aber Grüße gehen raus an meine Freunde. Was? Wie lange nehmen wir auf? 7 Minuten. Willst du mich gerade komplett verarschen? Warum kann ich nur noch 7 Minuten aufnehmen? Damals konnte ich 39 Minuten aufnehmen. Leute, ich will warten erstmal, bis die Nacht zu Ende ist. Und dann würde ich sogar vorschlagen. Würde ich sogar vorschlagen, dass ich ein bisschen Speicher wegräume und dann wir die 39 Minuten voll machen, mindestens 39 Minuten. Als wäre noch Freddy auf der Stage. Ich habe gedacht, Chica kommt auch erst ab noch 2. So, wenn er jetzt schon 29% hat, 28, dann weiß ich nicht, wie es in den nächsten Nächten wird. Minuten mit dem Mini-Arena zu. Ihr kennt bestimmt schnell 5 und das mit dem Mini-Arena-Level in nachts 3 oder 4. Also diese 3 Minuten habe ich gedacht, ach komm, das ist easy, aber das ist falsch. Es ist mega schwer. Okay Leute, das war's mit diesem Video erstmal und ich würde sagen, ciao.